Lol, ich kann ja rumlaufen, wenn ich das mache. Was? Guck mal. Das sollte, glaube ich, auch nicht so sein. Das soll, glaube ich, echt das nicht sein. Das sieht ungesund aus. Moin, herzlich willkommen zurück zu Conan Exiles. Wir sind hier gemeinsam dabei, uns Tänzersklaven zu besorgen. Und die haben wir jetzt auch bekommen. Jetzt geht's ab nach Hause. Oh oh. Was ist mit OO? Ich bin gestorben. Was? Ich wurde, weil der Abstand zum Haus zu weit weg war, wurde ich eine Klippe runter, also diese Brücke da runtergezogen. Du musst dein Zeug nochholen, ne? Ja. Oh Gott, Mann! Ich bin nicht da freiwillig runtergesprungen. Ja, warum machst du das denn? Warum kletterst du denn irgendwo rum? Ja, aber ich dachte, das ist Loot. Ich dachte, es ist Loot. Tja, jetzt ist da Blut. Oh, der Reim war sehr schlecht. Ja, ist mir doch egal. Ich mag es, dich zu quälen. Da liegt er doch da vorne. Da leuchtet es so grün. Ist, ja. Bei grün kannst du gehen, bei rot musst du stehen. So, dann lauf mal. Hast du alles, ja? Ja. Und jetzt bleibt der faule Shadow da hinten einfach stehen und wartet, bis wir ihn mitziehen. Und dann kommt wieder eine Klippe und heißt wieder, hey, ich bin die Klippe runtergezogen worden. Nein, wenn ihr weit genug weglauft, werde ich ja teleportiert. Das ist angenehm. So, so. So macht er das. Es ist Humor wie in Witcher 3. Hanumans Gnade, so heißt übrigens der etwas krassere von den beiden Keulen, Knüppeln. Achso. Aber wer ist Hanuman? Keine Ahnung. Honeymans Gnade. Spielbär, erhöhe doch die Einstellung mal für den Abstand. Das geht ja leider nicht bei Conan. Das ist ja die Scheiße. Bei Ark geht das, bei Conan geht das nicht. Wir haben das schon ganz oft versucht und es funktioniert nicht. Er setzt es immer wieder zurück. Das ist halt bei Conan so. Man kann das auch nicht in irgendeine INI eintragen oder so. Es funktioniert nicht. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Das ist von den Entwicklern noch nicht vorgesehen. Wer weiß, ob das überhaupt mal kommt. Es gibt zwar, das ist richtig, es gibt einen Regler dafür, aber der macht halt nichts. Er setzt sich immer wieder auf den Standardwert zurück, wenn man den verändert. Nein, es geht eben nicht. Wir haben es ja versucht mehrfach. Es kann natürlich sein, dass jetzt ein Update kam und es jetzt vielleicht geht. Wir können es ja bei der nächsten Session nochmal probieren. Weil ich glaube, ich muss da noch den Server neu starten. Aber momentan, also unserer Erfahrung nach ging das nicht. Wir haben es probiert. Also wir sind ja auch auf die schlaue Idee gekommen. Von Ark kennen wir das ja auch. Noch. Aber wie gesagt, bei uns hat das nicht geklappt. Und das habe ich auch so in den Foren gelesen, dass dieser Regler keine Funktion hat. Das ist tief. Ich glaube, das ist zu tief, ja. Das ist tief. Wo geht man da lang? Oben hier. Hier oben war doch irgendwie so ein Durchgang, oder nicht? Hier, genau. Dann sind wir nur auf der falschen Seite. Dann müssen wir nur noch irgendwie auf die andere Seite kommen. So, ich gehe mal hier links runter. Genau, wir müssen jetzt hier am Wasserfall, also vorne, oben, da wo es ganz schmal ist, drüber. Und dann hier rechts hoch, da ist glaube ich ein Aufgang. Genau. Jawohl, ja, und jetzt sind wir auch schon fast da, glaube ich. Ja. Wir sind hier schon in der Nähe von unserem Aufgang. Hier ist die kaputte Statue. Da vorne müssen wir durch. Wunderbar, wir haben es wieder gefunden.
Ach nee, aber scheiße, jetzt habe ich den ja losgelassen. So. Wo ist er denn jetzt? Der liegt da. Ah, okay, ich habe ihn, ich habe ihn. Konnte man hier nicht hochspringen irgendwie? Hier hinten. Oh, ah ja, hier. Wo seid ihr jetzt? Ich sehe euch nicht mehr. Links. Wasser entlang. Oh, warte mal, meine Leine ist gerissen. Ah, da. Gehen wir jetzt einfach hier durch und dann... Nein! Ach, warum hat er... Warum ist er denn jetzt geklettert, der Idiot? Man darf nicht doppelt hintereinander Leertaste drücken, das ist ja Klettern. Haha! Darf nicht so oft springen. Hast du ihn? Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Wie wäre es alternativ mit einem eigenen Server? Puh, ja, müssen wir mal schauen, ne, ob Conan das noch hergibt, so von der Spielzeit, würde ich mal sagen. Ich meine, prinzipiell habe ich natürlich immer die Möglichkeit, von G-Portal Server gestellt zu kriegen für sowas, bloß ich will das halt auch nicht so überstrapazieren, dass ich für jedes kleine Ding, was ich mal anfange, irgendwie einen Server mir zur Verfügung stellen lasse. Da wir aber momentan keinen Pixarc spielen, könnte ich den Pixarc-Server wahrscheinlich dann auf Conan umstellen. Da müsste ich nur irgendwie gucken, dass ich den Spielstand von hier halt auf den Server krieg, mit den entsprechenden Einstellungen auch. Könnte ich ja mal schauen, ob das geht. Ah, jetzt ist es gerissen. Na, ich gehe lieber außen rum, direkt zum Wheel of Pain. Ich hab keinen Ersatz, das kann ich einen machen. Mein Zelt noch ein bisschen. So, der Streier ist jetzt schon mal drin. Ich kann dir eins geben, wenn du keins hast. Ich habe jetzt gleich eins. Okay. Ach, ich werde schon wieder angeknurrt von irgendwas. Ja, ein Wolf ist hinter dir. Warte, ich halte den Wolf auf. Ich will jetzt nicht aus Versehen deinen Hansel töten. So, hervorragend. Wir haben wieder Tänzersklaven. Und die anderen müssten jetzt eigentlich auch schon durch sein. Hm. Wen hatten wir da jetzt? Ein Priester, ein Kämpfer und ein Bogenschütze, ne? Kann sie da noch nicht reintun, ist voll. Warte, ich kann nichts rausnehmen, wenn du dran bist. Jetzt. Also, den Nordheimer Kämpfer 2. Moment, den nehme ich raus. Ich nehme mal den Bogenschützen 3 raus. So. Kannst du jetzt reinstecken? Ja. So, den Bogenschützen, wo stellen wir den denn hin? Wieder oben hin? Ja, auf dem Dach ist glaube ich noch am besten tatsächlich. Ja, wo stellen wir den denn dann genau? Ich stell den mal ganz oben hin hier. Ich weiß nicht, ob er dann out of range ist, keine Ahnung. Kürzer, ja. Jo. Ja. Keine Ahnung, ob der dann out of range ist. Sehen wir dann. Sehen wir, wenn es soweit ist, genau. Was machst du da? Lol, ich kann ja rumlaufen, wenn ich das mache. Was? Guck mal. Das sollte, glaube ich, auch nicht so sein. Das soll, glaube ich, echt nicht. Das sieht ungesund aus. Das sieht so ungesund aus. Mach die Tür zu, bevor das jemand sieht. Wie das aussieht mit diesen Beinen. So. Oh Gott, wie meine Beine sich manchmal so ineinander verwickeln. Nee, nicht wirklich. Ein Wolfsrudel erkundet ein Land. Ah!
Nur weil ich so geil getanzt habe und mich geregelt habe. Ja, jetzt wollen sie dich fressen dafür. Jetzt wollen sie mich fressen vor lauter Liebe. Oh, gebratenes, geiles Fleisch. Vor allem die Herzen, die hier hinten vergammeln, die werden einfach zu verdorbenem Fleisch. Ja, auch Herzen werden zu Gammelfleisch irgendwann. Sehr schön. Muss mal gerade was refreshen. Kann ich jetzt den Priester eigentlich an das Ding hier setzen? Wahrscheinlich nicht. Doch, bestimmt. Nee. Leg ihn zumindest schon mal da rein. So, jetzt sehe ich auch mal die aktuelle Zuschauerzahl, weil YouTube mich gerade irgendwie rausgeschmissen hat. 190 Zuschauer immer noch. Der Wahnsinn, meine lieben Freunde, der Wahnsinn. Ja, da müssen wir uns jetzt auf eine Purge vorbereiten. Aber wir haben ja einen neuen Bogenschützen, wir haben neue Kämpfer. Das passt ja eigentlich alles. Müssen sie nur noch ausrüsten. Müssen wir sie nur noch rüsten. Immer kräftig rösten. Zum Teufel macht Shadow da. Hä? Ich glaube. Was denn? Was macht er denn? Guckt bei mir nach oben mit den Fäusten so komisch. Hä? Jetzt hat er nach oben geschlagen bei mir. Ich glaube, er hasst irgendwen da oben. Eine Fliege ist da bestimmt über ihn irgendwie. Versucht er gerade zu erwischen. Ich pack mal den Liebesknüppel weg. So, ich bin wieder da. Was mit Liebesknüppel? Ich pack den gerade weg. Ich wollte nochmal so erwähnen, wir haben eine Purge gleich, ne? Das habe ich gerade noch gesehen. Na dann. Werd aber so lange nicht mehr bleiben, vermutlich. Ah, alles klar. Ist gleich weg. Ja, wir können ja noch ein bisschen machen. Purge ist ja, seitdem wir im Wasser leben, nichts Gefährliches mehr. Eben, Purge ist ja eigentlich gar nichts. Ja, im Wasser, unsere Wasserbase. Bootbase. Unser Hausboot, genau. Nordheimer Priester. Der Nordheimer Priester wird aber bei Sethdog irgendwie machen, oder? Nee, den muss man wohl erst irgendwie konvertieren oder so. Was? Man kann den konvertieren? Wie macht man denn das? Ich weiß nicht, ich glaube, du brauchst einen Lehrer dafür. Ah. Auf jeden Fall. So. Aber dann brauchst du einen Seed-Lehrer bestimmt, oder? Mhm. Wo kriegt man denn nicht die Seed-Leute her? Aber der ist tatsächlich gar nicht so weit weg von hier. Weißt du, okay. So bei mir im Singleplayer weit weg war. Aber hier sollte er eigentlich näher dran sein. Kaum Tanzspielbär will das Rudel ihn dafür fressen. Du musst den Bogenschützen noch bewaffnen, naja, stimmt. Schon. Ach so, Ritzi war schon so frei. Ordnung und so, Mensch. Ja, stimmt, du bist für die Ordnung zuständig. Weil jetzt eine Purge kommt. Muss alles vorbereitet sein. Spielbär muss nochmal tanzen, dann stirbt das Rudel weg. Das mache ich dann, wenn sie ankommen. Dann mache ich einfach einen Bauchtanz direkt hier vorne. Dann fallen sie alle tot um. Der Todestanz. Ja. Geht zum Wüstenschiff. Neu dekorieren. Geht zum Wüstenschiff, viele Dreiersklaven. Was, du dekorierst gerade? Kann ich ja mal ein bisschen zugucken. Was mich nochmal interessieren würde, vielleicht auch an den Chat. Ah. Es gibt ja... Ja, ich will das Spiel ja nicht spoilern. Aber es gibt ja so unter anderem auch andere NPC menschenähnliche Charaktere außer diesen Skeletten. Ne? Also die ich meine, die leben zum Beispiel unterm Vulkan. Kann man die auch für sich also versklaven, so wie man das von den anderen kann? Das sind, du meinst, das sind Städte von Skeletten oder was? Wo nee, du... eben keine Skelette.
Aber irgendwelche Viecher halt. Ich will dich nicht spoilern. Ja, okay. Ja, nee, egal. Aber das werden die Zuschauer jetzt für dich übernehmen. Garantiert. Ja, ich kann mir schon denken, dass es da noch krassere Falls gibt, als die, die wir jetzt haben, ne? Das ist klar. Das sind ja auch alles nur jetzt Mid-Level-Falls, die wir haben. Nee, von der Stufe wird's nicht krasser. Ja, von der Stufe, aber ich meine jetzt, dass die halt noch mehr können. Also, dass die halt besser sind. Insgesamt. Dass die zwar auch Stufe 1, 2 und 3 haben, aber trotzdem über denen hier stehen am Ende. Weil sie halt geiler sind. Für die High-Level-Spieler muss es ja auch noch irgendwie eine Fallart geben. Das meine ich. Ne, diese Trollart, also diese Sklaven an sich werden ja nicht besser. So, okay. Warum habe ich da gerade eine Hand am Fenster gesehen? Nein. Okay, also Fluffy, ich glaube jetzt mal, du verstehst, von welchen Viechern ich rede, ne? Ja. Spielbär ist nicht der Einzige, der zweideutige Sachen sagt. Richtig! Das soll man an der Stelle mal festhalten. Und wann habe ich jemals zweideutige Sachen gesagt? Eindeutig zweideutig. Ich weiß gar nicht. Also Drachenknochen, ja. Obsidian wäre noch eine Möglichkeit. Sternenstahl wäre eine Möglichkeit. Aber die Kreaturen werden im Vulkan, also da müssen wir hin, um das auszuprobieren. Kreaturen sind dann nicht mal unser größtes Problem. Was genau ist denn da unser Problem? Ja, jetzt überleg mal. Das ist in einem Vulkan. Ja. Ja, und wie kühlen wir uns ab? Ja, wir brauchen zum einen Getränke und Tränke gegen die Hitze. Mhm, ja, das ist ja. Ja. Und spezielle Rüstung, wobei ich gerade nicht aus dem Kopf weiß, welche Rüstung die krassesten Kälte. Hitze-Protection-Wert hat. Gehe ich richtig in der Vermutung, dass bevor wir dahin gehen überhaupt können, wir noch Ressourcen brauchen aus dem... Okay. Dass wir noch Ressourcen brauchen aus dem Schneebiom, aus dem Eis? Ja. Dann müssen wir da erstmal hin, bevor wir zum Vulkan gehen können. Wir müssen da erstmal Ressourcen suchen. Halt an. Ich weiß gerade nicht auswendig, welche Rüstung das am besten kann. Mit den... Der Hitzebestände. Ja. Freya, wie gesagt, keine zwei Minuten zu laufen. Ich glaube, Spielbär. Hä? Ich glaube, ich weiß jetzt auch, was mit den Stufe 4 Named-Sklaven gemeint ist. Was denn? Ja, es gibt halt so besondere Sklaven, die sind immer so nett. Besondere Namen haben, weil die das ganz besonders toll können oder weil sie halt in der Storyline vorkommen. Und die sind dann Stufe 4. Ja, okay, und diese Freya, die Hütte von der Freya. Die ist doch hier direkt oben, haben wir die nicht umgebracht? Ja. Ach, stimmt, ja. Aber tauchen die auch wieder auf irgendwann oder sind die dann endgültig tot? Wir können doch da an sich nochmal hingehen, das ist doch gleich nebenan. Das wäre irgendwie bescheuert, wenn die dauerhaft tot wären. Das können wir ja wirklich nochmal ausprobieren. Wie wäre eigentlich, warum verschwendest du die Haltbarkeit mit deinen Waffen daran? Nö, warum nicht? Wir haben Bogenschütze. Weißt du, wie lange das dauert, bis sie die töten? Das dauert ewig. Ja, guck mal, der hat den gerade getroffen, der hat keinen Schaden gemacht an dem Wolf. Oder? Meine Lebensbalken sehen hier. Ja, aber dann benutzt halt keine legendäre Waffe. Lass mich doch meine legendäre Waffe. Alter, weißt du, wie viele legendäre Waffen wir kriegen? Wir kriegen in jeder Session mindestens 3, 4. Irgendwann kann ich eine Sammlung aufmachen von den Dingern und kann sie mir an die Wand hängen, weil ich sie nicht benutze. Na gut, wenn du meinst. Und die Purge möchte ich gerne möglichst schnell tot kriegen und nicht erst in 10 Jahren. Ja! Das können wir ja in der Zeit auch nicht wirklich irgendwas machen. Oh, Spielbär, den Typen, der, also wird gerade von einigen Leuten geschrieben, ja. Den Typen, der hier mitkommt, den können wir betäuben. Ah, okay. Und ja, dann mach ich das mal. Ja, mach das. Ich muss nochmal, ich hab den Liebesknüppel weggelegt, ich muss ihn schnell holen.
So, dann versuche ich das mal. Nein! Ich will nicht. Darek Fingerbruch. Oh, ich habe ihn schon leicht gehauen. Naja, oh Alter, der macht aber auch gut Schaden. Der macht echt gut Schaden, der Schweinehund. Der ist dann auch Stufe 4, oder? Der ist bestimmt Stufe 4. Wenn er einen Namen hat. Der hat einen Namen, ja. Darek Fingerbruch. Dann ist der auf Stufe 4. Der macht auch richtig Schaden auf jeden Fall. Hat der Akku auf mich gerade? Nee, auf die Bogenschützen, glaube ich. Das Problem ist, es sind so viele Wölfe da. Ja. Komm nicht ran. Warte, jetzt kommt der hier rüber gelaufen. Was sagst du? Die Tänzer, die wollten auch gerade schon los. So, ja, gib. Alter, was der. Sollst du ihn geben lassen? Ja, na, was soll ich denn machen, wenn der so eine Combo abfeuert? Da kann ich gar nichts machen. Und deine komischen Fischreusen, die du hier aufgebaut hast, blockieren mich hier auch. Die hast du aufgebaut. Die hast du aufgebaut. Die hast du aufgebaut. Die hast du aufgebaut. Eine Spende. Eine Spende. Ratchet, 2 Euro. Mehr Livestreams. Jeder Livestream 2 Euro. Ja gut, wenn ich 100 mache, dann sind das ja schon 200 Euro. Ja. Ich hab den Wolf. Ist ja unglaublich. Ja, ich muss jetzt mich erstmal hochheilen, sonst bin ich gleich tot. Das möchtest du nicht? What? Ja, wieso? Das spawnt sie dir. Ja, ich verstehe es auch nicht. Manchmal kommt dieses Tröten und es kommen trotzdem irgendwie neue Tiere, obwohl wir die Welle noch gar nicht weg haben. So, jetzt lauf ich einfach. Jetzt gleich mal betäuben? Das dauert voll lange, bis der betäubt ist. I shit you not, ey. Und da wird außerdem noch von unserem Bogenschützen geschossen. Das ist doch die Liebeskeule. Ja, guck doch mal, wie lange das dauert. Der wird von dem Bogenschützen getötet. Nein! Ja! Ist aber so. Nein. Ah, oh, Leg Spike. So. Wer von euch kann. Ja, die haben mich fast umbringt. Alter, der kriegt nur voll wenig von dem Torpor-Damage und die Bogenschützen haben den gleich tot. Ich hab umgestellt den einen Bogenschützen. Nee, der wird immer noch beschossen. Ja, von wem? Ja, von denen da oben, die da noch rumstehen, von den zwei. Ja, welchem? Ja, beide schießen noch auf den. Stell die jetzt irgendwo hin.